Einen wunderschönen guten Abend hier, alle zusammen. Willkommen bei einem neuen kleinen Game hier auf meinem Kanal. Und es handelt sich diesmal um Neverending Nightmares. Ein psychologisches Horrorspiel, was wohl laut Beschreibung dem Kampf eines der Entwickler gegen eine Krankheit oder unheilbare Krankheit nachempfunden ist. Ich weiß noch nicht genau, was uns wohl so erwartet, aber ich bin mal gespannt. Das hat sich auf jeden Fall sehr interessant angehört und wir wollen gleich mal losstarten. Ja. Okay, das sind wir. Okay, hier kann man schneller bewegen. Ich hätte mir vielleicht die Steuerung gleich mal an, aber richtig angucken sollen. Kann ich das vielleicht noch? Option? Nein. Schade. Okay. Es ist auf jeden Fall von der Optik her was ganz anderes, was ich bisher kenne. Kann ich hier rein? Nicht schlecht. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was wir jetzt wirklich machen sollen. Außer hier vielleicht ein bisschen das Haus zu untersuchen. Das Foto können wir leider nicht nehmen. Können wir irgendwie hier mit der Kiste? Können wir nicht interagieren. Weil ich schätze mal, die Objekte, mit denen wir was machen können, sind eh hervorgehoben, wie die Tür, wie der Türknauf. Was haben wir hier? Familienbild. Okay, so sahen wir anscheinend zu unseren guten Tagen aus. Und so wie es aussieht, sind wir aus einem Albtraum erwacht. Keine Ahnung, wer das ist, aber mit den Bildern können wir wenigstens was machen. Den anscheinend nicht. Mit der Truhe leider auch nicht. Gehen wir hier rein. Gehen wir mit den Büchern irgendwas? Okay. Kein Plan. Ich würde es gern lesen können. Ich weiß auch gar nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, was für eine Sprache das ist. Irgendwie ein bisschen italienisch aus, aber oder ist Latein, ich weiß es nicht genau. Lesen kann ich sowieso nicht. Also die Aufteilung des Hauses ist auch sehr seltsam. Teilweise auch die Bilder. Kann man leider auch nicht. Okay, das ist der Schatten eines Mannes, so wie es aussieht. Können wir da durch? Okay. Oh, das sieht jetzt anders aus. Da stand doch gerade noch einer. Kann man nach draußen gucken? Auch nicht. Wow. Scheiß Vogel. Noch erschließt sich der Sinn noch nicht. Also so wie es in der Beschreibung war, müssen wir wohl irgendwie, keine Ahnung, herausfinden, ob wir oder wie wir aus dem Albtraum, wo wir anscheinend immer noch drin sind, wieder rauskommen. Aber bisher kann ich noch nicht sehr viel. Wieder zurück. Bisher können wir noch nicht sehr viel machen. Was? Also entweder hat er die Spaghetti echt gleich mit Tomatensauce da durchgehauen, oder es ist, ich weiß nicht, Hirn oder so. Da droppt noch was.
Hallo? Okay, darauf reagiert er gar nicht. Die Kochplatten können wir auch nicht machen. Und hier sieht es aus, als ob unser Weg zu... Nee, ist noch nicht zu Ende. Halt. Nee. Okay, also zu schnell sollten wir auch nicht rennen. Kann ich die Kerze vielleicht nehmen? Nee. Schön erstmal in unserem Schlafanzug hier auf dem Friedhof rennen. Obwohl, ich würde jetzt schon mal gerne wissen, ob, ob das hier vielleicht die Entwickler oder so sind. Wäre nämlich auch schon creepy. Okay, was ich mich jetzt frage, wenn ich jetzt an die Beschreibung denke vom Spiel, sind wir jetzt wach oder hat er sich jetzt bloß wieder hingelegt und wir schlafen immer noch? Aber ich werde mal nicht ihr folgen. Okay, was haben wir hier? Blutige Zähne. Auch schön. Das Geräusch aber auch, wenn man zu lange rennt, als ob der fast stirbt. Immer noch diese netten Bilder. Also entweder hat der junge Mann Asthma oder es hört sich beinahe eher so an, wenn ich mal irgendwelche Horrorfilme oder so gedenke, als ob der gerade um sein Leben gerannt ist und tierisch Schiss hat, gleich zu sterben. Ist auf jeden Fall nice gemacht. Hier haben wir ihn hier wieder. Wo ich aber noch nicht weiß, wer das sein soll. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir hier in dem Spiel überhaupt irgendwie sterben können oder so. Oder ob das halt bloß mit unserer Psyche spielt. Geht's denn hier noch hin? Okay, hier kommen wir noch nicht raus. Vielleicht kommen wir später raus. Oh! Okay. Hab ich dann vielleicht irgendeinen Gang übersehen? Hier scheint es in den Keller zu gehen. Ja. Die will da schon gar nicht mehr rennen. Komme ich hier wieder raus, wenn ich... Okay. Gucken, ob sich was geändert hat. Ne, hier sind nur noch die Zähne drin. Okay, vielleicht sind es auch mehr geworden. Sorry. Ne, hier sind nur noch drei. In den Keller sollten wir erstmal nicht runter. Mich würde es auch gar nicht wundern, wenn der Keller irgendwie sowas wie ein Ausweg für uns ist aus dem Albtraum. Ah, okay, gut. Also unendlich rennen können wir nicht. Meine Schwester wahrscheinlich. In jungen Jahren. Wo kommen wir jetzt hier rein? Okay. Ich dachte, ich könnte irgendwie die Bilder angucken. Weil scheint es ein Kinderzimmer zu sein. Hier haben wir noch ein Bad.
wo nichts ist. Oh, die Puppen, ey. Ich bin ja normalerweise nicht so, aber gerade bei manchen Puppen. Oh. Das lässt doch nichts Gutes hoffen. Oder keine Ahnung, wie ich den Satz jetzt beenden sollte. Gucken wir mal, geht's jetzt hier hin? Ah, okay, hier sind wir wieder am Anfang. Gut, gut. Ist ein bisschen schade, dass der nicht schnell mehr rennen kann oder länger rennen kann. Es ist 10 Uhr. Ach so, ich habe gedacht, was habe ich jetzt gehört? Das hat sich irgendwie angehört wie eine Klinge. Das scheinen bloß die Viecher gewesen zu sein, die rauskommen. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Also ich denke mal, das Spiel setzt mehr auf Atmosphäre und immer so diese kleinen Schockdinger. Die sitzen schon gut. Das macht es auf jeden Fall interessanter, obwohl ich jetzt mir immer noch nicht so. Weiß nicht. Ich komme noch nicht dahinter, was wir genau machen sollen. Ob wir jetzt wirklich bloß erkunden sollen. Oder ob sich das hier immer wieder ändert. Wenn wir vielleicht aufwachen oder so. Oder wieder aufwachen oder. Keine Ahnung. Versuche natürlich irgendwie alles mitzunehmen, alles zu sehen. Und dann die Geschichte komplett irgendwie zu kriegen. Ich gehe mal hier rein. Kann ich wieder zurück? Weil ich habe das Gefühl, hier kommt dann wieder irgendein Viech und dann sind wir wieder am Anfang. Deswegen lasse ich die Türe mal aus. Oh. Ah, okay, cool. Lass das Scheißding bloß nicht fallen, Junge. Bin mal gespannt, wo wir hier ankommen. Was? We... My... My God, we have you... For... Okay, das sind wir selber. Kann... Okay, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir träumen, denke ich mal, anscheinend immer noch, ansonsten wäre das gar nicht möglich. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt müssen wir zum Keller zurück. Oder irgendwas wartet auf uns jetzt hier draußen. Okay, jetzt ist hier auch... Zap! Zappenduster. Alter, was? Da war doch gerade ein kleines Kind, oder? Kranke Scheiße, ey. Oder ich habe ja schon Hallus. So, hier müssten wir eigentlich zum Keller kommen, oder? Oder noch nicht? Da war wieder was bei den Fenstern. Aber das war zu erwarten. Nö. Ja, das ist ein bisschen schade, dass er nicht mehr Ausdauer hat. Aber hier hinter müssen wir doch dann eigentlich zum Keller kommen. Da ist die, genau. Na, ich bin jetzt echt gespannt. Oder wir sehen das Viech jetzt, was uns geschnappt hat. Oh. Oh, 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 oh.
oh, 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 oh. What the fuck? Ich meine, das ist nur gezeichnet und so, aber Alter. So, nur Sackebällchen. Das kann ich aber nicht schwingen oder so. Ah, okay, damit kommen wir durch die Tür da durch. Okay, okay. Warum geht die Lichter hier aus? Oh, scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich beeilen muss oder ob das einfach so ausgeht. Aber mir kommt es irgendwie so vor, als ob es immer schneller ausgeht. Kann natürlich auch meine Einbildung sein. Oh Gott, es kriegt uns. Oh. War der Flur letztes Mal auch schon so lang? So, jetzt mach hier was. Danke. Nochmal. Und nochmal. Mir kommt das gerade so vor, als ob wir eigentlich vom Keller wieder jetzt hochgehen. Ah, nein, auf dem Dachboden, okay. Was passiert jetzt, wenn ich hier reinlaufe? Also ich weiß nicht, ob mir das jetzt bloß nicht wirklich aufgefallen ist, aber kann das sein, dass sich das Haus und die Bilder und so alles ändert? Es wirkt auf jeden Fall verschroben, ne? Und hier ist auch kein Bad mehr. Hä? Okay, hier sind wir wieder im Kinderzimmer. Es wird auf jeden Fall düsterer. Blümchen. Ja. Tack. Aber die Blumen nimmt er auch nicht. Aber hier müssten wir eigentlich. Hier ist ja alles im Arsch. Okay. Warum kann ich mich jetzt hier drin verstecken? Kommt jetzt gleich irgendwas? Weil ich glaube, so wirklich sterben können wir in dem Spiel nicht. Wir werden bloß wieder zurückgesetzt, oder? Also so kommst du mir zumindest vor. Hier haben wir auch eine Spalter. Ich habe erst gedacht, das wäre jetzt unser Startzimmer gewesen, aber das kann ja gar nicht sein. Oh Gott, hier geht's wieder in den Keller runter. Na, hä? Ich wollte gerade sagen, jetzt geht der nicht weiter. Okay, ist wenigstens hell. Na, wenn ich mit der Puppe interagieren will, dann geht er bestimmt wieder hoch. Hier haben wir noch so eine Puppe mit dem Strauß. Nett. Noch so eine kleine Annabelle. Ich kann also bloß die Puppen mit den. Ey, du hast doch gerade geblinzelt, oder? Auch nicht schlecht. Ich spiele das Ding gerade mal hier Viertelstunde, 20 Minuten und krieg jetzt schon Einbildung. Wer ist er denn? Kann ich dich angucken? Nee, ist auf jeden Fall creepy Angelegenheit.
Okay, hier kann ich leider auch nichts weiter machen. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Das Bild sieht mir viel zu normal aus.